Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Room Total War 2 mit den Seelogien und der Tier-Challenge. So, wir sind wieder bei Bankrott. Das Problem ist... Oh, hier habe ich zwei Elefanten. Warte mal. Zwei Elefanten, das ist ein bisschen übertrieben. Vor allem hier. Der kostet 250. Ja, dann löse ich den auf. Dann habe ich wieder positiv. Und dann fangen die wieder an, sich zu heilen. Okay, das ist schon mal gut. Das Schlechte ist, hier wird entweder nächste oder übernächste. Ich hoffe, erst übernächste. Wird das zerfallen. Also in Elsviertel. Ein bisschen blöd. Aber das wird schon. Das wird schon. Okay, hier der da wird dann nächste Runde hier angreifen. Ich hoffe, das reicht. Also die Garnison reicht. Da habe ich drei Kriegsschiffe. Damit kann ich auf jeden Fall schon einiges machen. Weil das ist ein General auf dem. Also auf Transporter. Das wird auf jeden Fall so reichen, dass ich paar Einheiten auf jeden Fall ein paar Schiffe auf jeden Fall vernichten werde. Hier, der da ist jetzt da reingegangen, das ist sehr ärgerlich. Okay, das war klar. Okay, irgendwann muss ich schaffen, eine Armee hier runter zu bringen und Nabatea, die gerade eigentlich alle ihre Armeen verloren haben, dass die dann komplett vernichtet werden. Ihr Sargatien, wo seid ihr denn? Wo sind Sargatien? Hier hinten. Als ob der da hinten. Es ist auch so krass nervig, dass die von hier hinten dann hier vorgehen. Und das stört natürlich niemand. Und der hat hier auch keine Probleme. So von hier, ne? Ganz klar, ganz logisch, okay. Ja, wobei die sind ja alle gegen mich, also könnte tatsächlich sein, dass er überall Frieden hat. Aber das... Warte, was? Die 10.000 sind seleukidische Abtrünnige. Ach, das ist einfach so eine random Armee, die... Okay. Weil die eine, also bei der einen habe ich ja mitbekommen, dass da was passiert ist. So. Ich gehe mal Richtung da, um einen Angriff zu, also zu provozieren. Und einerseits ein bisschen mehr in Richtung Action gehe. Okay, aber es ist ganz gut, dass ich ja jetzt schon nicht mehr, dass ich jetzt schon nicht mehr bankrott bin. Dann habe ich auf jeden Fall wieder Heilung. Okay. Okay, was hat er denn? Der hat Elefanten, vor allen Dingen die gepanzerten. Dann hat er Sichelstreitwagen. Echt, der hat Sichelstreitwagen und der hat einen Onaga. Und der hat Silberschild-Pikiniere.
Alter, warum? Wie? Hä? Also, weil er hier. Ja, okay. Aber come on. Du kleiner Verräter, du. So. Okay, das heißt. Ja. Was heißt das? Das heißt hier das da. Detailrennreiterei. Elefanten. Der hat keine Fernkämpfer. Ja doch, hier die Peltasten. Das sind gute Fernkämpfer. Ja, es ist die bringt es eigentlich nicht. Sie sind bereit. Kommt eine Phalanx zu euren Diensten. So, hier straight schräg rein. Zu Befehl. Zu Befehl. Jetzt macht mal eure Piken an. Danke. Okay. Wie lauten eure Befehle? Die da gehen wieder hier hin. Die da bleiben, glaube ich, sogar hier, weil die können Brandgeschosse machen gegen die Elefanten. Und da werde ich sehr, sehr schnell und straight hinreiten. So. Die da werden wieder hier aufgebaut. Zusammen mit den Elefanten hier und den Elefanten da. Gut. Sind das bewegliche? Ja, das ist blöd. Okay, let's go. Ich muss auf jeden Fall sehr schnell versuchen, die Onaga anzugreifen. Und mit denen werde ich sehr schnell versuchen, die Elefanten anzugreifen. So, hier baue ich mich so auf. Was macht ihr denn? Alter. Die Männer wanken. Alter. Dummheit gefressen oder was? Ihr solltet. Oh Gott. Bitte. Was soll das? Tasten, ne? Sind richtig heftig. Das ist gut. Aber nicht angreifen. Also nicht so angreifen. Okay, das ist auch gut. Die sind auch weg. Oder? Ah, noch nicht ganz. Okay. Ja, das
sind halt königliche Patterson, die sind so heftig. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Natürlich hat es mir gerade so nicht gereicht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, da sind einmal die Schildträger hin, das ist gut. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Gut, naja, okay. So. Jetzt muss ich schauen, dass... Ja, also den Rest können auf jeden Fall die Elefanten dann machen. Die wollen jetzt wirklich die Kavallerie hier jagen oder was? Nee, okay. Ich dachte schon. So, dann hier rein. Die da jetzt Richtung... Ach. Kommen die jetzt... Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Zur Hilfe. Das ist ein schändlicher Anblick. Steinschleuderer. Ja, hier sind schon die Pekiniere drin. Sehr schön. Zeig den Rücken den Fernkämpfern. Sehr gut. Wie geht's euch da hinten? Nicht ganz so gut, das dachte ich mir. Na
bereiten. Das heißt, ich darf hier nicht weiter, leider nicht weiter trollen. Ich mach das mal anders. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ich mach mal hier straight. Unser General wird angegriffen. Ja, mach mal so. Jetzt mach den mal platt hier. Was soll denn das? Ärgerliche Schlacht. Das ist sehr ärgerlich. Okay. Aber wenigstens haben wir gewonnen. War nicht gut. Aber der ist komplett weg, glaube ich. Gut. Versklaven. Wir haben die, oder was anderes haben die nicht verdient. Okay, der da war schon dran, das ist schon mal ganz gut. Die da, wie will der gewinnen? Der hat zwar 4 Fernkampfeinheiten. Aber wie will der gewinnen? Ja, machen wir hier wieder. Vor allem das. Hä? Ich verstehe es nicht. Der hat überhaupt keine Chance. Also es ist gut für mich, dass immer weniger Armeen dann dem Gegner zustehen, beziehungsweise ja nicht zustehen, sondern ja doch zur Verfügung stehen. Oh Gott, ich dachte gerade, ich hätte die Phalanx vergessen anzumachen. Genau, hier kommen Speerkämpfer, Axtkämpfer. Unser General wird angegriffen. Uiuiui, das war eine gute Salve. So, schnell. Ist auch gut. Bogenschützen sind, ja, die haben eine bessere Durchschlagskraft als die Steinschleuderer. Aber eigentlich dürften die nicht so eine Reichweite haben, aber ja, sind wahrscheinlich ein bisschen bessere. So, schnell dahin. Ich greife mal an, weil der braucht nicht zu lange, um anzugreifen. Ich greife schön von hinten an, das mögen die gar nicht.
Und hier schön. So. Ja, Vorteil, wenn die Garnison Kavallerie hat, ne? Wie hat er sich das denn vorgestellt, dass er das irgendwie schaffen wird? Wahrscheinlich, wenn er sich nur hier aufstellt und dann reichen wahrscheinlich die Bogenschützen aus, um ihn komplett zu zermalmen, aber es... Ja. Ich vernichte die da dann auch komplett, also ich versuch's. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Die Pferde machen guten Job. Okay, hier stehen noch ein paar. Ich will versuchen, hier... Ah. Da sind ein paar, die geflohen sind. Ich will mit denen dann auch hier die Eingänge zu machen. Also jetzt noch nicht wanken, ne? Alles gut, alles gut. Ihr habt noch Zeit. Genau, die machen hier zu. Und die machen hier zu. Nein. Schon noch geradeaus. Beeilt euch, die wanken gleich. Okay, seid ihr fertig? Ja. Das ist Mob. Hügel Männer, 32. Hier aufbauen. Okay. Dann kann man die sich um die da. Aber wir machen es jetzt einfach so, dass die beiden hier hingehen. Und der hier ist. Okay. Ah, jetzt war ich da. Okay. Fortfahren. Okay, die wollen eh alle hier hin. Das ist ganz gut. Das ist praktisch. Bei ihr bitte jetzt nicht mehr schießen. Das macht dann nur noch Friendly Fire und das dies mag ich nicht. Der wird auch extrem viele getötet haben. Ja. Fertig? Fertig. Gut, das war eine heftige. Alter, bei ihm sind halt... Ja, 27 Leute haben bei ihm überlebt von 2040. Alter, das war ein entscheidender, glorreicher Sieg. Wieso eigentlich nicht glorreich? Komm. Alter, der hat als einziger ein paar getötet, so ungefähr. Okay, der hat 400. 100, 300. Ja, doch. War gut. War ganz gut. Okay, hier kommt der nächste. Und das wird schwer.
Wenn nicht unmöglich sogar. Weil der so viel Fernkämpfer hat. Damn it. Die da, also Axtkämpfer sind schon gut. Vor allem die da mal. Okay, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Habt noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Bye, bye.